Hello, hello, welcome back. Apropos Sam was wild. Was ist denn jetzt mit Gerrits Statement Naturensöhne? Das interessiert mich tatsächlich sehr, denn ich bin wirklich gespannt, was die beiden zu sagen. Warte, kann mein Bildschirm überhaupt 4K? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend kann er 4K. Naja, wie auch immer. Let's go! Was ist denn jetzt mit Gerrit? Ich hoffe, Gerrit geht's ganz normal gut, aber ich denke, es wird ihm ganz normal gut gehen, wenn er halt ganz normal eingestellt ist, ne? Also mit seinen Medikamenten und so. Und ärztlich betreut ist. Also, let's go. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, bei mir war es wieder viel zu laut, wie immer. Oh, ich vergesse es beim ersten Video immer. Ich vergesse es irgendwie immer beim ersten Video, das leiser zu stellen. Keine Ahnung, bei mir ist immer auf 100%. Guck mal, so sieht es bei uns aus, bei mir zumindest. Und wenn ich das auf 100% habe, wie ihr, und ich muss das meistens immer so auf 17% stellen oder sowas, dass es normal ist, wie bei euch. Weil es ist, keine Ahnung, es ist irgendwie immer da so in diesem Programm. Ich habe keine Ahnung, es ist immer viel zu laut am Anfang. Okay, jetzt haben wir für alle nachfolgenden Videos es richtig eingestellt, falls wir noch was gucken. Also let's go, Naturensöhne. Was ist denn jetzt mit Gerrit? Tachchen, Leute. Tachchen. Wir müssen reden. Ja. Also, wir fangen aber am Anfang an so. Nee, das habe ich ausgestellt. Ich höre mich nicht selbst reden. Das hier. Das kann man aber hier. Ich glaube, das ist der Knopf hier. Das kann man rein theoretisch einstellen. Nee, ich will mich aber nicht selbst reden hören. Ehrlich gesagt, das, mir reicht schon, wenn ich mich im Kopf höre. So. Let's go. Was ist mit Gerrit? Tachchen. Sam vs. Wild ist jetzt, müsste jetzt mit der 10. Folge durch sein. Ja. Schon ein bisschen was länger. Ja. Heißt auf Freebie sowieso schon. Genau. 13. Heißt, Folge. Wir sind raus. Genau. Wir sind offiziell ausgeschieden an Tag 5. Ja. Ja. Und da gab es jetzt im Internet jede Menge Spekulationen, wie, was, warum und hast du nicht gesehen. Und Gerrit hatte nur einen kleinen Schwindel und warum geht man denn da raus? Deshalb wollen wir jetzt an der Stelle einfach mal Klarheit schaffen, was denn mit mir da los war auch. Genau, also für euch das Video, wir machen jetzt hier quasi ein Statement. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein und klären das mal auf, warum wir rausgegangen sind und wie das alles mit Seven vs. Wild so ist. Wo fangen wir? Boah, wie geil, guck mal, man hat gerade die Spiegelung in der Brille gesehen. Die haben ein richtiges Lagerfeuer. Man sieht ja natürlich auch hier am Licht und sowas, dass das Lagerfeuer ist. Oh mein Gott, ich wärme mich hier an Tee. Und die haben einfach ein Lagerfeuer vor sich. Schön, oder? Nice. Fangen wir jetzt an. Am besten am Anfang. Genau. Also, 1990 bin ich geboren. Nee, also, ja, Aussetzung und so weiter, ist ja alle tutti gelaufen, ja, keine Probleme gehabt. Was ist unsere Erwartungshaltung gewesen? Ach so, jetzt fangen wir an. Ja, ja. Meine Erwartung. Den Hase machen was wir. Was hatten wir vor? Also, ich wollte oder wir wollten. Da bin ich jetzt gespannt, was hattet ihr alles vor? Weil, Leute, also Tag 5, ne, aber davor, Staffel 1 und 2, ist man halt einfach bei Tag 5 fast. Also weitaus über die Hälfte gewesen, weil es nur 7 Tage gab. Also ich finde Tag 5 trotzdem eine geile Leistung. Ganz ehrlich, also diese ganzen Hater sollen erstmal selbst rausgehen und es machen. Und zwar alleine! Wir wollten krasse Fische fangen auf jeden Fall. Ja. Das war so ein Ding. Und halt wirklich was richtig, richtig, richtig doll Geiles bauen. Dafür sind wir bekannt und ja, das wollten wir auch abliefern. Ja. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, aber die haben noch ein geiles Shelter gebaut. Gebaut haben wir, da kannst du sagen. Gut funktionierendes Shelter, ist schön groß. Habt ihr aber alles gesehen, brauchen wir hier nicht mehr thematisieren. Ich behaupte, stand jetzt auch das regenfesteste und auch sturmfesteste Shelter, was steht. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, was hinten raus noch passiert bei den anderen, aber ich behaupte jetzt einfach trotzdem, bis jetzt auf jeden Fall. Ach so, guck, da sieht man die Spiegelung wieder. Die gucken das gar nicht auf Freebie, die gucken das auf YouTube auch? Ah, geil. Nice, nice, nice. Feier ich. Sehr cool. Okay. Auf jeden Fall. Wie ist das Ganze jetzt gelaufen so? Also wir sind gut angekommen, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Ja. Da war dann halt schon mal so, also geiles Material vor Ort, das mit dem Plan war mega. Ja, wie wir ausgerastet sind. Halt's Maul, noch ne Plan! Ja, das war wirklich richtig, richtig toll geil. Ja, die aber dann, echt Glück da. Und das war auch schon während dieses ganzen Prozesses, während der Aussetzung, war dann auch hinten rum und vielleicht hat man das auch so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen Enttäuschung. Ja. Weil das halt ja wieder Inseln waren. Klar war das alles schön urig, ja, aber es war halt nicht so das Kanada, wie man sich das Kanada vorstellt. Ne? So Rocky Mountains, ja, große, breite Flüsse, schöne Wälder. Ist halt wirklich so. Ich bin ja auch mal in British Columbia gewesen und das hier, das sieht wirklich halt so aus. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so eine Stelle wie, keine Ahnung, wie bei The Survivor Squad. Ne? Da hat man das ja auch gesehen.
Nein, das ist halt wirklich genau so richtig schön da. Und ja, also da, wo die sind, Vancouver Island, ist auch cool auf jeden Fall, ne? Aber dadurch hat man natürlich auch die, na, wo die halt auf der Insel sind, wahrscheinlich halt hat auch diese Gefahr von wirklich echten Bären und sowas, ne, wahrscheinlich sehr viel minimiert. Denn, also, ich war ja mal, ich weiß gar nicht, wie lange, ich war damals als Kind da. Und, also zwischen 4. und 5. Klasse, da in den Sommerferien, da waren wir in ziemlich lange in Kanada. Ich weiß leider nicht genau, wie lange, aber es war echt lange. Und da habe ich halt wirklich so viele verschiedene Tiere gesehen. Ich war jetzt nicht in der Stadt, sondern ich war wirklich im Outback. Da waren nur so Ranger, nicht Ranger, so Jäger und sowas, ne? Und da hatten wir beispielsweise so einen See und da ist einfach jeden Morgen so eine wilde Büffelherde lang gelatscht. Und ich hatte als Kind das gar nicht gecheckt. Und meine Mutter hat mir das jedes Mal erklärt, dass die einfach halt da so leben. Und das ist nicht irgendwie, dass da irgendwie so ein Typ ist mit einem Hund, der die wie so Schafe durch die Gegend jagt und sowas, ne? Nein, die sind halt einfach jeden Morgen da lang gelatscht, ne? Und hat sie halt gemeint, so nicht, dass ich irgendwie auf die Idee komme, zu denen zu laufen und so, während sie noch schläft oder so, ne? Weil das sind halt wirklich, keine Ahnung, 500 Meter oder sowas gewesen, ne? Das ist jetzt wirklich echt nah gewesen. Und dann hatte ich halt immer mal wieder Wölfe gehört und so. Und, also nicht gesehen, nur gehört, ne? Aber es hat mir schon gereicht als Kind so. Aber irgendwie fand ich es auch cool. Aber irgendwie, ja. Und da hatte ich sogar einen Grizzlybär gesehen. Da war es mir einmal im Auto, da wollten wir gerade zum Supermarkt fahren. Das ist jetzt aber auch nicht weit entfernt gewesen. Es war vielleicht, keine Ahnung, 4 Kilometer vom Haus oder 5, 6 Kilometer vom Haus gewesen. Also wir sind nicht mal auf der Hauptstraße gewesen. Wir sind noch diesen Weg da lang gefahren. Das ist richtig krass. Also, ja, das erinnert mich so richtig an Kanada, sowas, ne? Aber da, wo die halt wirklich sind, also, so habe ich Kanada nicht in Erinnerung. Aber ist auch schön, auf jeden Fall, auch eine andere Art und Weise zu sehen. Das haben die anderen Teilnehmer auch gesagt, aber shit happens, ist nicht schlimm. Genau, ja, wir haben dann probiert, mit umzugehen und hoffentlich hat man es nicht zu doll gemerkt, aber ja, das war dann halt so ein kleiner Dämpfer. Okay, ja. Mit Check24 okay. Beim Urlaubssparen. Ja, die hatten eine kleine Enttäuschung, die haben sich wahrscheinlich was anderes erwartet. Aber ja, ist auch immer schön, ne? Also ist auch was anderes auf jeden Fall. Aber ich persönlich finde es interessant, weil ich halt das andere Kanada halt schon gesehen, so British Columbia und so. Deshalb, ja. Aber ist auf jeden Fall auch interessant so zu sehen. Wir sind beispielsweise auch durch so einen, nicht Wasserfall, sondern, ja doch, das war irgendwie so ein Wasserweg, also kein Wasserfall, sondern ein Wasserfall auf dem Weg einfach. Der hat sich einfach gebildet. Ne, da musste man so mit dem Auto durchfahren und die haben beispielsweise die Motoren, also die meisten, wurden mir damals zumindest als Kind erklärt, vielleicht labere ich jetzt auch Bullshit, keine Ahnung, aber mir wurde das als Kind damals erklärt, die haben den Auspuff, weil ich hatte so Angst einfach, dass wir da einfach stecken bleiben. Und meine Mutter hatte voll Schiss, dass ich die Tür aufmache. Ich erinnere mich daran noch voll. Und sie hatte gemeint, also der Jäger, Ranger, wie auch immer, der hatte uns erklärt, jo, die haben den Auspuff immer oben, also an der Frontscheibe oben irgendwie, also vorne Motorhaube, Frontscheibe, ne, und da irgendwie so oben. Er hatte mir das sogar damals extra gezeigt. Genau für solche Gründe, dass die durch sowas durchfahren können, weil wenn die es unten, dann könnte das ganze Wasser eintreten und wir würden das ganze Wasser im Auto haben und geht gar nicht mehr, bla bla bla. Und die haben den Auspuff extra oben. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Naja, wie auch immer. Egal. Weiter geht's. Ja, dann waren wir halt erkunden, sind ein bisschen durch die Gegend getickert und sind dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen. Ich glaube, das war dann am Ende von Tag 2 sogar ja, schon. Ja, das auch, ja. Dass so der Wald, also das, was man wirklich einsehen konnte, wo man sich halt bewegt hat, sehr, sehr schlechte Voraussetzungen geboten hat, was so Nahrungsversorgung anging. Und ich schwöre euch, wir heulen hier nicht rum, sondern wir haben wirklich viele Jahre Erfahrung. Wir wissen, wenn ein Wald tot ist. Und ich schwöre euch, dieser Wald war tot. Ja, also tot wie tot. Ne? Also du hast halt, also wir haben keine Kleinstlebewesen wahrgenommen. Wahrgenommen heißt nicht nur nicht gesehen, sondern auch keine kleinen Höhlen oder sowas. Oder, genau, oder keine Anzeichen. Kleine Wege oder irgendwas. Krass. Das war ja aber in Schweden, glaube ich, auch so. Ne? Da hatten die doch damals gab es ja noch diese Challenges in Staffel 1. Und da hatten die doch so eine Challenge mit Insektenessen. Und Fritz hatte doch alle Baumrinden aufgemacht und er war einer der Einzigen, die irgendwelche paar kleine Mini-Viecher noch gefunden hatte. Aber wisst ihr noch? Ich glaube, Martin ist damals noch sogar verzweifelt. Der würde gerne alle, er hätte eigentlich gefühlt alles gegessen, aber er hat nichts gefunden. Krass, dann war das in Schweden auch so, dass der Wald gefühlt tot war.
Krass. Ja, wirklich nichts. Kein Eichhörnchen, kein... Alter, da war nichts. Ja, du hast also keine Kleintierlosung gefunden. Sonst siehst du ja manchmal so kleine Mäuselosung. Ja. Wie nennen sich die Karnickel, hier Feldhasen oder auch Reh oder sowas. Gab's, haben wir nicht gefunden. Und wir sind natürlich auch durch den Wald gegangen und haben da auch die Wildpfade gesehen. Also, oder das, was wir für Wildpfade gehalten haben. Keine Ahnung, was da durch die Gegend läuft, aber Losung haben wir auf jeden Fall nicht gefunden. So, und der Wald ist tot heißt, der war auch, also es war einfach ein nasser, verfaulter Wald. Ja. Da waren Giftpilze und selbst die waren verschimmelt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also, wirklich noch rumgeguckt, Tag 1, Tag 2, nochmal wirklich geguckt, wie der Wald nur aussieht, lang gelaufen, erkundet wie Sau, aber da war wirklich nichts. Genau. So. Selbst so Sachen wie wie diese Vögel oder sowas, haben wir auch in Umgebung des Sees halt nicht wahrgenommen. Das Einzige, was man gehört hat, war der von Anna identifizierte Sterntaucher, der halt irgendwo am anderen Arsch der Welt des Sees halt war. Ja. Ein was? Von wem? Von Anna? Wer ist Anna? Hä, Sterntaucher? Nicht wahrgenommen. Das Einzige, was man gehört hat, war der von Anna identifizierte Sterntaucher. Von Anna? Hanna? Identifizierter Sterntaucher? Wer ist Anna oder Hanna? Was ist ein Sterntaucher? Hä, wartet mal. Sternentaucher. Ah, okay. Also das da. Sternentaucher. Okay. Weiter geht's. Taucher, der halt irgendwo am anderen Arsch der Welt des Sees halt war. Ja. Dementsprechend war so die Jagd auf Kleintiere, Vögel damit schon mal durch. Ja. Was erstmal okay ist. Was okay ist. Ist wirklich kein Problem. Wir wollten eher auf Fisch gehen, wollten viele Teams. Wir waren auf felsenfeste Überzeugung, dass irgendwo wird schon was sein, vielleicht zum Fischen. Genau. Dann für uns war Küsten, also am Meer fischen, keine Option, weil das war alles so steil bei uns und so glitschig und wir konnten, hätten wir auch einen Fisch geangelt, hätten wir den gar nicht so richtig anlanden können. Ja. Das war unser Problem quasi. Genau. Und vom Strand aus, den wir da hatten, hättest du halt nicht auswerfen brauchen. Ja. Mit einer richtigen Angel, ja. Und mit einer selbstgebauten. Schwierig. Ja, selbst mit einer gekauften schwierig, aber mit einer selbstgebauten, ich würde behaupten, fast unmöglich. Vielleicht gibt's da Profis. Ey, ja, Profis hier, Knossi, Sascha haben sich einen Hirsch gebaut. Profis, die das können, ich würde es jetzt nicht ausschließen, genau, aber für uns nicht. In der Situation. Aber wir haben natürlich auch eine andere Küstenabschnitt. Und man muss bedenken, so, man ist da halt in einer besonderen Situation. Wir sind auch keine Profi-Angler. Genau. Wir sind auch keine Profi-Survivalisten, das muss man jetzt auch nochmal hinstellen. Ne? Ja. Wir sind einfach Bushcrafter, die rausfahren und gerne was bauen. So. Und die Bock haben. Genau. So. Deshalb war das dann halt auch direkt passé, die Option. Genau. Ich würde jetzt erstmal nochmal beim Meer weitermachen. Achso, ja. Wir hatten Red Tide Warnung vor Ort, das muss man auch nochmal so ganz klar sagen. Genau. Das hieß. Also dieses Red Tide Thema, ne? Also das lässt uns nicht los. Jeder behauptet irgendwas anderes. Also wir haben uns gestern beispielsweise ein Video von Joey Vogel angeguckt und er meinte, es gab keinen Red Tide. Und Hannah meinte ja auch, jo, ist nicht so. Also man hätte halt einfach ein bisschen was verzichten müssen. Aber hätte sein können, aber was war's denn jetzt? War jetzt Red Tide oder was nicht? Ich habe gedacht, wir haben uns geeinigt, dass keine Red Tide war. Hä? Also keine Ahnung. Naja, wie auch immer, dieses Red Tide-Thema lässt uns irgendwie nicht los, ne? Alles, was Muschel ist, auch nicht zu essen. Ja. Ja, Miesmuscheln hätten wir ohne Ende gefunden, konnten wir aber nicht fressen, weil Red Tide. Genau. Und das mit den Napfschnecken, da waren wir uns nicht mehr sicher. Und was machst du in der Survival-Situation, wenn du nicht sicher bist? Dann isst nicht essen. Eher nicht. Genau, ja. Dann lässt es sein. Mit Kelb und so braucht er mir ja nicht kommen. Kelb? Das kannst du sein lassen. Was das? Thema See. Ja. Hat man im Schnitt leider nicht so gesehen, ist aber auch nicht schlimm, weil das wäre ja langweilig für euch gewesen. Aber wir standen wirklich sehr, sehr oft und mehrere Tage und viele Stunden an dem See, haben probiert zu angeln. Kelb heißt Hund, ein arabischer Ausdruck. Auf Deutsch bedeutet Kelb Hund. Was ist ein Kelb? Auf Deutsch bedeutet Kelb Hund. Wenn ihr mir nicht glaubt, da steht's. Hä? Was ist ein Kelb? Magst du Gemüse? Ja klar mag ich Gemüse. Aber haben auch einfach den See beobachtet. Ja. Und da war nichts. Dieser See war auch wie tot. Ja, da war der Sterntaucher den einen Tag da. Mhm. Aber nur weil ein Tag mal ein Sterntaucher da ist, heißt das nicht automatisch, dass da alles voller Fische ist. Genau. Gut. Das, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir auf dem See
kein Jagdverhalten beobachten konnten. Also wenn da Räuber, also Raubfische drin gewesen wären, spezielle, weiß ich was nicht, dann hättest du zum Beispiel Oberflächenjagd halt wahrnehmen können, weil da ja auch Insekten drauf sind oder Mücken, also dieses ganz klassische. Hast du aber gar nichts gehabt. Der war aalglatt, der See. Kein Blubberbläschen, keine Insekten, kein war einfach tot. Genau, nicht mal das hast du gesehen. Manchmal ist es ja so, dass das dann vom Kann mir sowas gar nicht vorstellen. Aber da war nichts. Und da haben jetzt auch einige Menschen auf YouTube, die natürlich auch nur über diese Aufnahmen gearbeitet haben und gucken konnten, die aber in dem Thema drinstecken, was so Ökologie, Biologie, Ich glaube, die meinen Joey Vogel, oder? Das ist jetzt einfach mal Waldwissenschaften, Forstwissenschaften, keine Ahnung. Oh, es gibt auch diesen Biologen. Die da drinstecken in dem Thema, die haben auch gesagt, ja, so wie das da aussieht, könnte das ein klassischer Moorsee sein. Die sind meistens sehr übersäuert. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Fischleben drin besteht, eher geringer. Nicht unmöglich. Kann jetzt auch keiner nachweisen im Nachhinein, ob da was drin war oder nicht. Ja. Wir haben uns auch ein bisschen angestellt beim Angeln. Ist jetzt halt... Muss man auch so sagen, Kann man sich auch... Sehen wir völlig ein. Da hätten wir auch noch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich auch investieren können. Aber es war halt einfach nicht da. Haben uns ein bisschen angestellt. Aber gut, nach 3-4 Tagen ohne Fressen, da ist da der Kopf auch nicht mehr so helle, ne? Genau. Liebst du das Gefühl von frisch gewaschen? Ey, Leute, jetzt haben wir endlich Ariel weg, ne? Jetzt haben wir, was ist das denn jetzt? Lenore. Ey, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit irgendwelche, wenigstens so eine Werbung, die Waschwerbung, als irgendwie so eine komische Wenn du Werbung, Shopify ey. An den Shop anlegst. Okay, let's go. Aber man muss auch dazu sagen, wir hatten keinen Tag von den 5 Tagen Hunger. Ja. Wir hatten kein Hungergefühl. Das haben wir von anderen Teilnehmern auch schon von 2 gehört vorher. Also manche haben Hunger, manche halt nicht. Und ja, wir waren auch anscheinend Hunger. Die dritten Staffel 2 in so einem Survival-Modus irgendwie. Ja. Wir hatten kein Hungergefühl. Hat uns selbst schockiert, aber es ist so. Fanden wir auch aber erstmal geil, dass wir keinen Hunger hatten, weil ist ja irgendwie, dann bist du nicht so schlecht drauf und bist so mürrisch. Und ja, das war erstmal kein Problem. Und das war dann der Punkt der Entscheidung, wo wir gesagt haben, so, gut, Hunger haben wir keinen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ist so. Ey, Leute, war gestern bei mir genau so. Ich wäre nicht ich gewesen, wenn ich hungrig war. Energie ist eigentlich auch gut da. Also ich habe mich, klar war das halt ein bisschen anstrengend, aber ich habe mich nie so richtig kraftlos gefühlt bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also machen wir das, was wir kontrollieren können, was wir können, wo wir wissen, was wir tun. Wir bauen. Genau, weil wir sind trotzdem noch im 7 vs. Wild Format. Das heißt, für uns war einfach da liegen keine Option. Genau. Weil das ist arschlangweilig zum Zugucken und für uns wäre es auch arschlangweilig gewesen. Deswegen bauen. Das machen und scouten. Das machen, was uns Spaß macht und was cool ist. Ja. Also, Thema übrigens, wir hätten ja Bären essen können mit Doppel-E. Wir sind das einzige Team gewesen, was auch völlig okay ist, die auf der Inselseite unten waren. Alle anderen Teams waren oben verteilt wie unten. Von der mehr abgewandten Seite quasi. Genau, und ich schwöre euch, durch Zufall, dafür kann auch keiner was, bei uns waren diese Büsche mit den Bären, aber da waren keine Bären dran. Nur sehr, sehr wenig. An den einen Busch 20 Bären und das war's dann irgendwie. Weil bei uns kam irgendwie die Sonne nicht richtig hin. Und da, wo keine Sonne hinkommt, da sind die Büsche zwar, aber ohne Früchte. Ja. Das war halt auch relativ hart. Also nicht, dass uns die Bären da uns jetzt irgendwie krass gerettet hätten. Aber wenn man da wie Fritz irgendwie hätte kanisterweise sammeln können, hätte es vielleicht auch nochmal so ein bisschen gecarried. Ich wollte es auch einfach sagen, sonst sagen die Leute im Internet wieder, ja, der hat doch Bären pflücken. Ja. Einfach damit wir diesen Punkt schon mal abladen. Ja, das stimmt. Ja, Pilze haben wir auch gefunden. Nur Giftpilze und die waren verschimmelt. Ja, hier und da war mal ein Fröschchen, das hätte man vielleicht essen können. Aber da denke ich mir dann auch, für so wenig Eiweiß da jetzt irgendwie ein Leben zu nehmen, jetzt da vor Ort, weiß ich nicht. Also es waren halt so eine Frösche. Genau. Selbes gilt halt auch für die kleinen Ja, und das Krebse. Ding ist, bei den Fröschen hätten die ja auch aufpassen müssen. Wir hatten ja auch gelernt, dass die Frösche auch teilweise giftig sein können. Irgendwie die mit den Blasen oder sowas. Stand, glaube ich, in der Hauptserie drin irgendwie. Der eine Frosch ist giftig und sowas. Wisst ihr noch? Joey Kelly hatte gemeint, der Frosch schmeckt wie Huhn. Jan Schlappen hatte nämlich einen Frosch gesehen. Wisst ihr noch? Und der war giftig. Deshalb, da hätte man da auch aufpassen müssen. Also, ja gut. Aber krass, dass die so wenig Bären noch hatten. Das hatten die auch, also man hat es auch in der Hauptserie halt gesehen, ne? Ja. Schade irgendwie. Muss ich echt sagen. Wenn du da halt wirklich sinnvoll an was kommen möchtest, dann müssen es halt schon Klopper sein, so vor allem bei uns. Ne? War wie gesagt nicht unser Fokus, weil wir hatten eh keinen Hunger und wir dachten, vielleicht wir kommen auch so uns klar. Ausgesessen. Genau. Und jetzt kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, zu dem kein Hunger, was mir dann persönlich zum Verhängnis geworden ist. Jetzt erklären wir euch warum.
So, jetzt sind wir an Tag 4. Mit der Situation, die wir haben, so ist es halt, so ist Survival, alles cool. Tag 4, ich weiß gar nicht mehr, Alter, war das Vormittag oder Nachmittag? Muschel oder was? Wann bist du da schon gefragt? Was ist in seiner Hand? Das war nachmittags, ne? Es war die letzte, in Anführungszeichen, verzweifelte Scouting-Tour, nenne ich es jetzt. Oh. Okay. Bei uns sind ja immer, das war immer nur hoch, ja. Runter, hoch, runter. Bei uns wurde vorher schon gesagt, das ist ein sehr schwerer Spot, was auch völlig in Ordnung ist, aber nur... Warum? Das hatte ja Fritz auch schon gesagt, mit schwerer Spot und einfacher Spot. Warum wurde da unterschieden? Also nur wegen dem Skill-Level oder was? Wo hat er was in der Hand? Der hatte da gerade irgendwie so ein weißes Ding in der Hand. Das war aber auch in der Hauptserie. Das war einfach ein Ausschnitt von der Hauptserie. Ich glaube, es war irgendwie so eine Muschel oder sowas. Ich weiß nicht genau. Warum wurde da unterschieden? Weil, also... Keine Ahnung. Irgendwie hätte ich jetzt irgendwie so gedacht, jo, klar ist es für jemanden, der mehr Erfahrung hat, einfacher sozusagen. Aber warum kriegen die denn automatisch einen schwierigeren Spot? Wisst ihr, das verstehe ich irgendwie nicht so genau. Also, ich habe gedacht, jeder kriegt so das gleiche Level sozusagen an Spot. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, dass manche anscheinend einen schwierigeren Spot bekommen haben und manche nicht. Wisst ihr, nur, also ich meine, in der Schule war es ja auch so, nur weil jemand immer eine 1 schreibt, kriegt er nicht irgendwie eine andere Klausur als jemand, der immer 6 schreibt. Wisst ihr, wie ich meine? So, weiß nicht. Ich habe gedacht, die sind alle so auf einem Level, die Spots. Aber das ist leider bei Staffel 3 ja anscheinend nicht so gewesen. Ist es bei Staffel 2 und Staffel 1 auch so gewesen? Weil, also... Bei Staffel 1 war es ja so, dass Relodiac der Einzige war auf einer Insel, glaube ich, ne? Ja, aber da waren die eigentlich alle ähnlich bei Staffel 1, die Spots. Bei Staffel 2 waren die eigentlich auch alle ähnlich, oder? Ja, die waren halt unterschiedlich. Beispielsweise Sascha hatte ja diesen Steinstrand in Panama. Bei Otto war dieser Todesapfel. Bei Knossi... Knossis Spot war geil. Real Talk, Knossis Spot war wirklich geil. Und Fritz, sein Spot, stimmt. Fritz hatte auch irgendwie... Na, ich habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, dass die irgendwie alle auf so einem gleichen Level sind. War das in Panama auch schon so? Aber vielleicht ist es mir nicht so aufgefallen. Aber mittlerweile, Staffel 3, haben wir ein wenig mehr Ahnung als in Staffel 1. Da habe ich ja nur so geguckt. Staffel 2, ich war immer noch so... Aber mittlerweile haben wir ein wenig Plan, wenigstens. Oh je. Gut, damit ihr es im Hinterkopf habt. So, und wo wir dann Nachmittag scouten waren und wir haben auch gut vorher eigentlich getrunken, auf einmal ist Gerrit quasi schwarz vor Augen geworden. Ich glaube, das sieht man auch einmal kurz, also zumindest das eine Mal davon, sieht man, wie ich da so an einem Baum lehne. Da dachte ich mir erstmal, okay, krass, schwarz. Ist das was von Uncut? War das in der Hauptserie? Weil es wurde ja vieles nicht reingeschnitten von den Naturensöhnen anscheinend. Aber das war jetzt noch nicht, also ist schon krass gewesen. Ja, daran kann ich mich gerade gar nicht so erinnern. So zu sehen, aber da dachte ich mir noch, okay, wir pumpen Gerrit jetzt mit Flüssigkeit voll, ruhen uns aus und dann ist das wieder okay. Ja, weil es an dem Zeitpunkt halt auch so war wie ein bisschen schlimmer als zu schnell aufgestanden und... Kann passieren, viel gelaufen, viel unterwegs, nur getrunken, nichts gegessen, halt auch wenn man kein Hungergefühl hat, ist noch im Rahmen. Ja. Ist nicht schön, aber kann passieren. Ist mir zu Hause auch schon mal passiert, weil ich nicht gefrühstückt habe und weil ich dann in der Sonne... Ja, ich habe das auch ganz oft, wenn ich zu schnell aufstehe oder sowas und ja, dann wird mir auch manchmal so schwarz vor Augen. Also besonders als ich im Wachstum war, da musste ich mich sogar irgendwo immer mal festhalten. Also musste ich mich wirklich, weil mir wurde es so schwindelig, aber ich bin nie irgendwie zusammengeklappt oder sowas. Also mir wurde halt einfach nur schwarz vor Augen und schwindelig und ich musste mich irgendwie kurz festhalten und danach, keine Ahnung, 2, 3, 4 Sekunden oder sowas ging das wieder. Keine Ahnung. Ja, du auch, das ist bei mir. Ja, ich hatte das auch ganz oft. Aber irgendwann hat es aufgehört. Also mittlerweile ist es nur so ein bisschen weniger nur noch. Ich habe das ganz oft. Das ist, glaube ich, Kreislauf, Lena. Ich glaube, das liegt am Kreislauf. Ich bin mir auch nicht sicher. So Kreislaufprobleme einfach irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist einfach, wenn man schnell aufwacht und direkt aufsteht oder sowas. Ja. Ja, ich habe das auch früher ganz oft gehabt, aber mittlerweile weniger. Deshalb kurz festhalten und dann weiter geht's. Sonne stand, wie auch immer. Ja.
So. Aber dann kommt halt Tag 5 und da haben wir, ja, da wurde wenig reingestimmt und dadurch kriegt ihr das, glaube ich, nicht so richtig mit. Ja. Weil ich kann euch jetzt, bevor Gerrit euch die Sache erklärt, das soll er selber machen, kann ich euch eins sagen, es ist nicht so, wie manche schreiben, Gerrit wurde nur schwarz vor Augen und deswegen haben wir aufgegeben. Das ist wirklich absoluter Quatsch. Ja, ist ein bisschen runtergespielt, what die Situation. Ja. So, also, ja. Merkt euch jetzt alles, was wir jetzt gesagt haben. Tag 4 ist das passiert und jetzt kommt Tag 5. Ja, da sind wir morgens aufgewacht. Da ging es mir jetzt schon nicht so krass, sage ich jetzt einfach mal. Aber gut, man muss sich ja durchbeißen. Also haben wir beschlossen, ja, geht jetzt erstmal runter einfach. Ein bisschen gemächlicher gemacht. Wasser neu holen, ordentlich reinpumpen, Flüssigkeit, um da irgendwie ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Salz nochmal gleich. Salz reinhauen, genau. Das war so der Plan. Ja. Dann bewegen wir uns halt. Wir haben ja ein bisschen erhöht unsere Shelter gebaut, was ich auch immer noch für eine sehr gute Idee halte. Also ich fand unseren Shelterplatz wirklich gut, aber tut jetzt nichts zur Sache. Auf dem Weg nach unten ist Andi halt vorgelaufen und ich weiß gar nicht, so 20 Meter bevor wir dann am Strand angekommen sind, kam es dann halt dazu, und das habe ich halt selbst auch gar nicht richtig mitgekriegt, dass ich dann halt einfach, und das ist jetzt nicht nur einfach schwarz vor Augen, ein bisschen schwindelig, sondern ich bin einfach komplett, also mein Körper hat einfach komplett ausgemacht. Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Das ist einfach... Ich könnte froh sein, wenn man das auch noch nie hatte. Ich kann dir das nicht mal beschreiben. Da war einfach, ich habe so gemerkt, okay, dämmert so ein bisschen. Und auf einmal merke ich nur, wie ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lang es war, einfach auf dem Boden sitze und wieder aufwache. Das heißt, mein Körper hat komplett runtergefahren. Der hat sich einmal komplett resettet. Ja. Also ich bin faktisch in Ohnmacht gefallen. So. Genau. Also es ging nicht darum, dass Gerrit dann zum zweiten Mal nur schwarz vor Augen wurde, sondern er ist quasi... Ja, zusammengeflogen. Vielleicht klingt es auch dramatisch, aber ja, er ist in Ohnmacht gefallen. Ja. Der lag dann, also der lag dann da einfach. Der saß dann da einfach. Ja. Ich bin dann zurückgegangen, habe mich erstmal übelst erschrocken. Ich glaube, das ist aber drinne. Hoffe ich, dass es drin ist. Das war drin. Gerade weiß ich es noch nicht. Damit das für euch klar ist, wir drehen das Statement gerade vor, weil wir natürlich auf in diversen Foren mitgelesen haben, Nachrichten bekommen haben und so weiter. Genau, deshalb haben wir das Statement einfach schon mal vorgedreht. Ja. Und ja, da war ich einfach schockiert, weil das ist, wir reden jetzt nicht mehr von schwarz vor Augen, sondern wir reden, Alter, wenn er einmal schon schwarz vor Augen hatte und beim zweiten Mal einen Tag später komplett umklappt und er gar nicht mehr weiß, dass es passiert ist quasi. Ja, ich habe mich umgedreht und dann, der lag dann da, der saß dann da. Dann, was ist dann mittags? Da kippt er mir nochmal um, aber wenn wir tief im Wald sind, weil wir müssen ja trotzdem weiter scouten und alles. Ja. Ja, und das ist die Problematik halt dahinter, dass dieses Ohnmächtigwerden halt da jetzt noch das schlimmste Übel war, aber wenn das halt irgendwo anders passiert, wäre das richtig grausam. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung. Ja, beispielsweise auch wegen rausholen, ne? Code Red dann drücken und sowas, ne? Weil das ist ja dann kein Code Gelb eigentlich mehr in dem Sinne, sondern eigentlich sogar Code Red, ne? Weil wenn jemand in Ohnmacht fliegt, stellt euch vor, der wacht irgendwie nicht sofort wieder auf oder sowas. Also das ist schon sehr, sehr kritisch. Und dann noch in so einem Mangroven... Nicht Mangrovenwald, jetzt fange ich genauso schon mit diesem Mangroven an, ey. Morschenwald, das wollte ich sagen. In so einem komplett Gammelwald, da jemanden rauszubekommen. Boah, und man weiß ja nicht, ob dieses GPS-Ding wirklich dann auch empfangen oder sonst irgendwas. Boah, also stelle ich mir schon sehr, sehr, sehr stressig vor. Deshalb, also eigentlich, ja, es ist traurig, dass sie draußen sind, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte mich nämlich sehr gefreut, wie es weitergeht mit deren Shelter und sowas. Ich freue mich auch sehr über Joey Kelly, dass er noch drinnen geblieben ist und eine extra Folge halt dann, also wie bei Niklas in der ersten Staffel bekommt, wo man, es wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen, wäre es einfach nur auf Joey Kellys Kanal oder sowas, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich habe jetzt schon ein bisschen Hate gelesen, so, yo, Joey Kelly denkt, er hat nur extra Wurst, bla bla bla. Aber nein, warum? Warum? Also, Niklas war doch auch noch drin. Es ist auch drin geblieben. Er ist nicht mehr Part der Show. Nur weil es jetzt auf dem Seven vs. Wild-Kanal kommt. Also, ich finde das ehrlich gesagt fair, denn bei Staffel 1 ist Niklas auch drin geblieben. Ich weiß nicht, ob das viele vergessen haben oder vielleicht damals noch nicht zugeguckt hatten. Aber wo ist denn das Problem? Also, was tut es euch denn stören? So... Verstehe ich nicht. Also wenn die Orga damit cool gewesen ist, Joey Kelly damit, alle Beteiligten sind damit cool gewesen, nur die Zuschauer, also nur manche Zuschauer haten. Jo, aber was stört's euch? Ihr müsst die Folge ja nicht gucken. Wisst ihr?
Also es soll jetzt nicht mal No Hate und sowas, ne? Aber da habe ich manchen Kommentar gelesen und war so, okay, wo ist denn das Problem? Also ich freue mich darüber, über diesen Extra-Content. Also ich würde gerne wissen, wie es weitergeht mit seiner Hütte und so, ob er noch, also ob er 7 Tage alleine schafft, also sozusagen Staffel 1 und Staffel 2 auch nochmal dranhängt. Sozusagen, ich finde das echt sehr interessant. Also ich gucke mir das auf jeden Fall an. Und wenn ihr da noch nicht dran interessiert seid, dann guckt es euch einfach nicht an. Aber wie sind wir hier schon wieder hingekommen? Ich laber manchmal so viel, ey. Wie sind wir hier hingekommen? Wir waren eigentlich gerade bei den Naturensöhnen. Weiter geht's, keine Ahnung mehr. Warum das alles passiert ist, das ist in der Serie... Ich mach nochmal ein bisschen weiter zurück, weil ich weiß gerade ganz schön. ...noch das schlimmste Übel war. Mhm. Aber wenn das halt irgendwo anders passiert, wäre es richtig grausam. Genau. Ja, und jetzt kommen wir zu der Erklärung, warum das alles passiert ist. Das ist in der Serie, von dem, was ich so mitbekommen habe, halt auch nicht so aufgeschlüsselt worden. Vielleicht haben wir es dann vor Ort auch nicht ausreichend genug erklärt. Vielleicht sieht man es dann im Behind the Scenes. Wir wissen es noch nicht. Ja, mal sehen. Aber hier ich habe eine gesundheitliche Vorbelastung. Ich habe nämlich Bluthochdruck und bin da auch Medikamente. Ja, okay, das wussten wir. Stimmt, das war gar nicht in der Hauptserie. Das wussten wir. Das hatte er bei dem Video gesagt, dass sie zugesagt hatten. Wisst ihr noch? Da hatten, also die wurden ja nominiert und die Naturensöhne hatten zugesagt, aber Gerrit hat direkt gesagt, jo, er hat Bluthochdruck. Oh, mal sehen, wie das wird, ne? Ja, also diese Vorgeschichte, also ich kannte sie schon und ihr, also viele aus dem Chat kannten die auch schon. Aber ich glaube, das war wirklich nicht in der Hauptserie oder im Behind the Scenes thematisiert worden. Viele, die das nicht so hardcore verfolgen wie wir, die wissen das vielleicht echt nicht. Und das ist dann ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Dann die Teilnehmer gegenüber. Oder? War das im Behind the Scenes? Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, wie auch immer. Weiter geht's. Also mit dem Bluthochdruck, das ist nichts Neues für mich. Ja, tut mir einfach leid. Medikamentös eingestellt. Bezüglich dessen habe ich dann natürlich auch mit meinem Hausarzt gesprochen und auch nochmal mit einem befreundeten Arzt wegen einer Zweitmeinung, ob die das für eine gute Idee halten, mit der Diagnose Bluthochdruck an so einem Format teilzunehmen, wo das ja in Aussicht steht, länger zu fasten, länger keine Mineralien zugeführt zu bekommen. Und da war von beiden die Antwort, ja, kann man machen, müsste man dann aber an Tag 4, 5 die Medikamentendosis anpassen. Also krass. War von beiden Ärzten quasi die Anordnung, nenne ich es ja mal, jetzt mal in Anführungszeichen, dass ich meine Medikamente ab Tag 5 halbieren soll. Oh. So, also an dem Tag, wo ich halt leider krachen gegangen bin. Krass. Wie kommt es jetzt dazu? Und das war uns vorher natürlich auch klar. Wenn man fastet, vor allem wenn man halt, wenn man allgemein fastet, senkt das den Blutdruck. Wenn man wenig Salz konsumiert, senkt das auch den Blutdruck. Und wenn man dann noch Medikamente nimmt, die den Blutdruck senken, kann dann von einer Einstellung von zu hohem Blutdruck auf normalen Blutdruck dann halt ganz schnell eine Region kommen, mit der mein Körper, beziehungsweise ein eigentlich anders belasteter Körper, dann halt nicht mehr umgehen kann, dass der Blutdruck halt viel, viel, viel zu niedrig wird und einhergehend der Körper dann halt probiert, das über eine erhöhte Herzrate dann halt zu regeln. So habe ich das mich da belesen. Und dabei halt der Körper dann halt krachen geht. Und das wird dann vor Ort so passiert sein. Das hat dann auch der Arzt vor Ort, der Michael, dann auch so nochmal bestätigt. Und die Situation an und für sich war halt völlig krank, weil ich das halt so mit meinem Körper noch nie erlebt habe. Und wisst ihr, wo ich gemerkt habe? Also ich wusste eh, dass es die richtige Entscheidung ist, weil Gesundheit geht auf jeden Fall vor. Ja. Der Rest ist mir so kackegal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, Gesundheit geht immer vor. Meinem besten Freund geht's gut. Der Arzt, Micha, ja. Der war doch auf dem Boot quasi. Ja, der war mit. So, und der hat versucht, dann einen Puls zu messen. Ja. Die haben uns dann abgeholt, dann auf dem Boot drauf und dann hat er Puls gemessen. Der hat einfach nur schockiert geguckt. Ja, ja. Eigentlich hast du gar keinen. Ja, doch, das war ein Behind the Scenes, glaube ich. Der hat keinen Puls gefühlt. Ja, ja. So, und das war ja dann erinnern. Schon. Die kam zwar krass. Schnell, aber die kam ja nicht 5 Minuten später gleich, sondern ging ja Zeit vorbei, bis wir auf dem Boot sind, sowieso. Ja, und wir haben ja auch noch mal ein bisschen gequatscht, was jetzt die Entscheidung ist. Also, die Entscheidung wurde relativ schnell getroffen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gesundheit ist alles, Leute. Das werdet ihr in eurem Leben, auch die jüngeren Zuschauer, das werdet ihr später auch merken. Ja. Gesundheit, Familie, das geht einfach. Das ist. Hier oben, alles andere ist irgendwo unten, das ist kackegal.
Ja, und das war dann halt so die Summe aller Teile, die dann halt leider zu unserem Ausscheiden geführt hat. So. Also ja. Kein glorioser Abgang so. Wir haben uns das auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber jetzt hat man auch dadurch meine körperliche Grenze kennengelernt. Also ich zumindest. Mhm. Also du hättest wahrscheinlich noch weitermachen können, aber das ist ja dann auch nicht der Sinn des Formats. Richtig. Weil man geht ja als Team rein, um dann halt auch als Team rauszugehen. Ja. Ob nun erfolgreich oder nicht, steht dann halt auf einem anderen Blatt Papier. War das gerade so ein kleiner... Oha, warum... Check 24. Achso, Werbung, okay. War das gerade so ein kleiner Seitenhieb gegen Joey Kelly und Jan Schlappen, oder wie? Hä? Man geht als Team gemeinsam rein und geht als Team gemeinsam raus. Ja, aber das Ding ist, also ich finde gerade bei Joey Kelly und Jan Schlappen ist es halt nochmal ein Unterschied, weil die halt davor gar nichts wussten voneinander, wisst ihr? Das ist, ja, ich finde das wirklich sehr, sehr schwer. Die wussten nicht mal, oh nee, jetzt habe ich wieder so komische Scheißwerbung. Ich will meine Ariel-Werbung zurückhaben, ey. Ich muss den Ton nicht mal anhaben, um zu wissen, dass es eine Kackwerbung ist. Okay, weiter geht's. Boah. Warte mal, ich stelle das mal hier irgendwie runter. Irgendwie im Internet keinen Bock. Internet hat immer noch keinen Bock. Okay. Hallo? Internet? Bist du da? Hey, Internet geht doch. Warum lädt denn das so lange? Ob nun erfolgreich oder nicht, steht dann halt auf einem anderen Blatt Papier. Geil. Und ich glaube, an der Stelle haben wir das Thema jetzt mit unserer Geschichte auch durch, so. Deswegen sind wir halt raus. Ja. Vielleicht für euch jetzt nochmal ein bisschen nachvollziehbarer, aber wir wollen jetzt auch auf jeden Fall nochmal einen kleinen Appell an alle da raushauen. Also wir kennen das ja von unserer Community, ihr seid alle super lieb. Das merkt man auch bei uns in den Kommentaren. Also aber ihr nicht braucht jeder. Euch zum Großteil wahrscheinlich nicht angesprochen fühlen. Aber was halt schon in Staffel 2 krasses Thema war, was jetzt in Staffel 3 auch wieder Thema ist, dieser ganze Hass und dieses Schlechtreden von Situationen des Scheiterns im Internet ist halt geisteskrank. Also das ist das, nee, falsches Wort, aber das geht nicht in meinen Kopf rein, was in den Leuten vorgeht, die da irgendwie gegen andere so wettern, wenn sie halt mal scheitern. Ja, unser Appell ist, dass nur weil jemand im Internet, den ihr zuguckt, scheitert, zum Beispiel in einer Serie, die darauf ausgelegt ist, dass auch mal Leute scheitern und nicht alle schaffen. Das ist halt echt so. Seven vs. Wild ist ja eigentlich eine Serie, dass man gebrochen wird, so, ne? Also es ist jetzt nicht so wie Shopping Queen, dass man da reingeht mit 500 Euro und wieder mit 500 Euro Klamotten rausgeht. Hass zu. Schreibt nicht. Ist so. Dass ihr den einen da irgendwie tot sehen wollt oder so ein Quatsch oder dass er der Schlechteste, dass er seinen YouTube-Kanal zumachen soll oder übertreibt es einfach nicht. Es sind alles nur YouTube-Formate und Menschen scheitern auch. Und das ist völlig normal. Ja. Ihr habt alle Brettspiele gespielt. Jeder verliert mal. Es ist ja, aber das ist so. Und es dient ja auch zur Unterhaltung. Es ist völlig in Ordnung. Wir verstehen natürlich, dass manche Leute dann halt enttäuscht sind, weil halt ihre Favoriten dann halt zu früh ausgeschieden sind. Dass man da auch drüber traurig oder sauer sein kann. Das ist alles völlig in Ordnung. Das steht euch zu. Aber probiert dann halt diese Unzufriedenheit halt nicht in irgendeiner unsachlichen, beleidigenden, diskriminierenden Form oder irgendwelchen Arten und Weisen halt an die Menschen zu tragen, weil... Sehr die Leute gesagt. Lesen das natürlich, wir lesen das auch. Mir ist, oder uns, ist es jetzt nicht so krass passiert. Aber es gab Teilnehmer, die haben sich dann einfach eine Woche oder zwei Wochen Social Media eine Auszeit genommen, weil es sie so hart getroffen hat, weil so viele Menschen sich zusammengetan haben und diese ein oder zwei Personen total dann darauf gegangen sind. Ja. Mit Aggressivität, mit Beleidigungen, mit irgendwelchen Drohungen. Ich weiß gar nicht, warum manche Leute dann auch drohen, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ja, man weiß halt nicht, was sich in manchen Leuten Köpfe abspielt. Aber jetzt Appell nochmal an der Stelle, ey, seid alle lieb zueinander, ja? Anders kann man es nicht sagen. Es ist jetzt so ein Kindergartenspruch, das habe ich auch immer in der Klasse gesagt, damals auf Arbeit. Aber seid doch einfach lieb zueinander. Ist so. Klar kann man sich mal nicht verstehen, aber was soll denn das? Ja. So. Und ich glaube, das sind dann auch sind gute Schlussworte. Wir können das Ding dann an der Stelle jetzt hier abmoderieren, oder was? Würde ich auch sagen, ja. Wir können den anderen Teilnehmern nur sagen, lasst euch nicht unterkriegen, wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Und wir haben richtig Bock auf 2024. Es stehen wirklich große Projekte an, mittelkleine Projekte, kleine Projekte. Jede Menge bauen, jede Menge Spaß, jede Menge Mampfen auch, da habe ich auch richtig Bock drauf. Touren, auch ein Großprojekt. Mmh, ja, yummy. Vielleicht auch das ein oder andere kleine Survival-Ding, wie wir es auch im letzten Jahr dann noch gemacht haben. Also wir haben Bock.
Wir haben wirklich Bock. Wir haben Bock, wir haben immer noch Hunger. Und aber nicht auf Essen. Ja, okay. In diesem Sinne sagen wir jetzt auch mal Tschüssi. Das soll es dann jetzt hier auch gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Samstag 10 Uhr. Und ich würde sagen, bis dahin einfach mal ciao. Ciao. Und ganz wichtig, Freunde, lasst Liebe im Internet da. Ja, man ist so. Sehr schöne Folge. Also sehr gutes Statement. Und lasst Liebe da. Auf jeden Fall immer Liebe da lassen. Und diese ganzen Hate-Kommentare, die sind einfach sinnlos. Hört auf, immer rumzuhaten und habt euch einfach mal ein bisschen lieb.